Es ist ein interessanter beruflicher Umweg, der Geri Seidel auf die Bühne brachte. Denn eigentlich strebte er eine Karriere in der Bauwirtschaft an, welche er jedoch an den Haken hängte, was für ihn insofern besonders schön war, weil er zuvor das Haus bauen konnte, in dem dieser Nagel wiederum eingeschlagen war. Und er wandte sich vielmehr der Schauspielerei zu. Sein erstes Kabarettprogramm brachte Seidel im Jahr 2003 zusammen mit seinem Kollegen Gerhard Walter auf die Bühne. Der Titel dieses Programms war »Warum Richard der Dritte?« oder wenn ich das jetzt, ich müsste schöner sagen, »Warum Richard the Third?« Aber mein TH ist bei Lord Heathcote Fortescue stecken geblieben. Hier klingt nicht nur Shakespeare an, sondern vielleicht, wenn ich mich hier als Minimal-Nostradamus betätigen darf, war es zugleich eine aberwitzige Prophezeiung. Denn bekanntlich wurden die Gebeine Richards des Dritten, der zuerst Shakespeare und dann Seidel inspirierte, vor einigen Jahren im englischen Leicester unter einem Parkplatz gefunden, was für einen Herrscher wie Richard den Dritten wahrlich keine triumphale Grablege darstellt. Anschließend wurden diese Gebeine umgebettet und nun, mit dem Glücksbringer Richard III., wurde auf wundersame Art und Weise der eher unscheinbare Fußballclub der Stadt Leicester völlig überraschend englischer Fußballmeister. Im gleichen Jahr erhält nun also dieser Mann den quasi Premier League-Preis des deutschsprachigen Kabaretts. Und Richard III. Hätte applaudiert und seinen königlichen Segen gegeben. Seidel ist ein Tausendsasser, ein Hans Dampf in allen Wiener Gassen, ausgestattet mit Schmäh, Witz und Charme und einem Blick für die Skurrilität zwischenmenschlicher Interaktionen. Nebenbei erwähnt ist Seidel auch begnadeter Musiker in der Band Austropop und hat in einigen Filmen sein schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt. Zu Recht bekommt dieses Multitalent heute diese Auszeichnung. Der Salzburger Stier 2016 geht an Geri Seidel. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es ist nicht so, dass mich der Preis jetzt überrascht, weil ich bin ja extra deswegen hergeflogen. Also ich habe es schon hinter dem Vorhang gewusst, dass ich wahrscheinlich einer der drei sein werde. Also danke bei Richard dem Dritten. Man kann das nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Ich bedanke mich bei den vielen Menschen, die mein Projekt mit dem Herz begleiten, bei meiner wunderbaren Frau, die sich unter ihnen befindet, die sich weiß Gott welchen Dreck anhört, bis ich ihn ihnen überhaupt zumute. Meiner Tochter, die mir jeden Tag zeigt, dass es Sinn macht. Meiner wunderbaren Managerin, die heute auch da ist, die diesen Wahnsinn behütet. Ich bedanke mich bei denen, die mir diesen Preis zutrauen und versuche, ihnen Würde zu tragen. Und bedanke mich jetzt schon bei allen Österreichern, die morgen den Intelligenztest bestehen und die Zukunft wählen. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt 40 Minuten Zeit, die können wir irgendwie verbringen. Ich habe mir gedacht, ich kann vielleicht ein bisschen was erzählen. Ich habe, wie gesagt, mein Weg daher ist ein weiter, aber wunderschöner. Ich habe mit HTL Hochbau, das ist höhere technische Schule, fürs Bauwesen begonnen, habe aber dann Zeit meines Lebens eigentlich auf Baustellen verbracht, habe dann aber alles gekündigt und habe am Tag darauf überlegt, ob das die beste Idee war. Und ja, das war's. Es ist zu viel geworden. Ich habe mein innerer Seidel, wissen Sie, wir haben ja alle eine innere Stimme, bei mir heißt sie Seidel, bei Ihnen wird sie hoffentlich anders heißen. Mein innerer Seidel ist im Laufe der Jahre immer lauter geworden und ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft. Habe dann einige Therapien gemacht, einige Therapeuten verbraucht, die machen heute alle was anderes, aber auch ein Therapeut darf sich entwickeln und jetzt mache ich das. Was auch immer das ist, ich möchte gar keine Schublade dafür finden. Meine Tochter fragt mich immer, Papa, was machst du? Sag ich, Papa fährt spielen. Insofern kennt in meiner Familie kein Mensch den Begriff arbeiten gehen. Und das halte ich schon für was sehr Positives. Wir haben jetzt privat schon Haus gebaut, wurde erwähnt. Und da habe ich aber schon gemerkt, je mehr ich mit dem Handwerker wieder in den direkten Kontakt trete, umso öfter ist der Seidel in mir wieder zugegen. Und meist hat er recht. Also wir haben jetzt selbst geplant, selbst gebaut, haben auch Fenster eingebaut.
Ja, kleiner Häuselbauer-Tipp, ist nicht deppert, weil wenn du irgendwas hörst, kannst du einfach nur ausschauen durch die Wand, also sehr praktisch, und haben dementsprechend auch Insektengitter bestellt. Ja, ist nur eine Kleinigkeit, aber ein schönes Beispiel für das große Thema Bauen. So, Insektengitter sind meist das Vorletzte, was man einbaut. Das Letzte sind die Sockelleisten. Die werden zwar gleich mitbestellt, liegen aber dann oft 8 Jahre irgendwo in der Ecke und warten darauf, dass sie irgendjemand, ja, Sie kennen das, das ist sehr schön, das verbindet uns, warten darauf, dass sich irgendjemand findet, der das halbwegs auf Gärung schneiden kennt, das wird mit jedem Jahr mehr wurscht, wie es ausschaut, Hauptsache es ist irgendwie hingeklebt. Da bin ich, Insektengitter, so. Derjenige kommt, um meine Insektengitter zu montieren, ich erkenne ihn und sage, ah, Sie waren ja auch da, um meine Insektengitter auszumessen, sprich, Sie kennen mein Projekt. Bitte machen Sie, wie Sie glauben, wenn Sie etwas brauchen. Ich bin in Rufweite. So, dauert keine 20 Minuten, kommt der und sagt, schaut schlecht aus. Wir haben die Trotteln in der Firma die falschen Rahmen eingepackt. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie es bei uns in der Firma zugeht. Nur mehr Trotteln. Ich komme rein in der Früh in die Firma, sehe schon einen Trottel. Dreh mich um, da ist schon noch ein Trottel. Hängt dort ein Spiegel, schaut ein Trottel aus. Soll ich Ihnen etwas sagen? Wir nehmen Leute auf. Da muss man froh sein, wenn die am nächsten Tag zurück in die Arbeit findet. Nicht? Sag ich, um Gottes Willen. Sag ich, was ist denn eigentlich passiert? Nicht? Zeigt mir der Mitarbeiter, wo das Wort mit schon die erste Themenverfehlung bedeutet. Also von Arbeit rede ich noch gar nicht. Also zeigt mir dieses Wesen im Gelee mit Firmenaufschrift den von ihm montierten Insektenrahmen. So hat er außen auf meine Terrassentüre, diesen 90 mal 2 Meter, hat er einen Rahmen montiert mit 90 mal 1 Meter 10. So. Oben bündig. Aber nicht mit einem Nagel einmal nur hingetackert und dann geschaut. Nein, mit 4 Schrauben. Dort für den nächsten Krieg befestigt. Hat aber 6 Löcher gebohrt. Zweimal so ein bisschen vermessen, das muss drin sein. Also. Von außen hat mein Türstock ausgeschaut wie ein Pilatisch. Jetzt sprechen wir aber bei einer Öffnung von 90 auf 90, die da unten frei bleibt, sprechen wir schon ganz lange nicht mehr von einem Luckerl. Ja. Sie verstehen? Luckerl, kleine Öffnung, ja, wo vielleicht die MacGyver-Gelse durchfindet, ja, sondern von einem Bossenloch, wo ein Löwe aufrecht durchgeht. Ohne, ja, aufrecht. Nämlich ohne. Ohne, dass er oben mit der Mähne straft. Der Seidel in mir schlägt an. Er wittert Dummheit. Sag ich zu dem Herrn, sag ich, Herrn, könnte es sich vielleicht um den Insektenrahmen für das Kinderzimmerfenster. Weil das hätte nämlich exakt. Nein, es gab einen. Das gibt's ja nicht. Na, was ich noch gesagt hab. Nur Trotteln. Haben wir die Trotteln in der Firma den Plan falsch in die Hand gegeben? Sag ich, Kollege, vielleicht geben Sie mir die Zigaretten aus dem Mundwinkel, weil dann dreht ein Auge weniger. Ja. Und Sie werden deutlich erkennen, hier steht Element 6 und nicht Element 9. Der Seidel in mir tobt bereits und sagt, töte ihn. Sagt er, ganz besonders. Ich habe gesehen, Sie haben noch keine Balkongeländer. Weil nach 18 Uhr bin ich Schlosser. Ja.
denke ich mal, gibt's das? Hat dieser Mensch ein Selbstvertrauen? Weiß ich nicht, es würde der Herr Hofstetter, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist ein Fleischhauer, ein Metzger, der was bei uns die Tiere töten tut, ja? Dieser Germanisten-Fleischhauer, dieser Ausgefressene, als würde der bei uns, weiß ich nicht, eine Rede bei einem Veganer-Clubbing halten, nicht? Der Seidel in mir umhört und sagt, bring ihn um, bevor er sich fortpflanzt. Sagt der? Meiner Tochter wäre klar an der Bord, das können Sie noch ausschauen, ist der Seidel in mir zusammengebrochen. Mit berühmten letzten Worten, schleichte, und die habe ich auch an ihn weitergeleitet, habe gesagt, gehen Sie einfach weg. Gehen Sie aus meinem Haus, aus meinem Garten, aus meinem Leben. Ich habe ein bisschen Angst, Sie färben ab. Ich spüre fast, ich werde deppert neben Ihnen. So. Er verlässt mein Leben wie ausgemacht. Ich gehe zurück ins Haus, mache zwei Fehler. Der erste Fehler ist, ich drehe den Fernseher auf und der zweite ist, ich schaue rein. Und kriege gerade noch das Ende einer Bildungsdebatte mit, wo sich fünf Menschen, die in ihrem Leben noch nichts gearbeitet haben, erblöden, darüber zu referieren, wie es einem Arbeiter nach einer Schulung geht. Und denke dann nur so für ganz für mich alleine, denke ich, ich habe jetzt nicht so viele Fallbeispiele parat, aber wenn ich das eine hernehme, ich glaube, den da schulst nimmer. Der ist schon fast overschult, ist schon zu weit in der Nahrungskette, weil das ja meines Erachtens nichts mit Bildung und Intelligenz zu tun hat, mit gar nichts. Ich bin der Meinung, ist aber nur meine Meinung und nicht wissenschaftlich fundiert, dass man 90% aller Aufgaben, und ich spreche nicht von der Operation am offenen Herzen, na, aber ich glaube, alles andere ist dabei, dass du mit der nötigen inneren Einstellung und dem Willen, etwas richtig und vor allem schön zu machen, kannst du 90% aller Sachen erledigen. Ja, wenn das Herz dabei ist, dann pfeift es, das spürst. Du spürst, ob bei Sachen das Herz dabei war. Kellner ist ein schönes Beispiel, weil da siehst du es auch gleich. Ja, du kannst heute Kellner sein oder Kellner sein. Und letztens sitze ich zum Beispiel mit meiner Tochter im Schanigarten. Ja, die ist jetzt 6, und zwar erkennbare 6. Die schaut nicht aus wie 28, die schaut aus wie 6. So, wir bestellen ein großes Bier und einen kleinen Apfelsaft. Eine überschaubare Bestellung. Ja, so. Der Kellner, also Kellner gibt es ja eh keine mehr, der Austräger bringt die Ware, hat das Richtige am Tableau, schaut uns beide an und sagt, das Bier. Spüren Sie, was ich meine? Spüren Sie das? Ich hab dann gesagt, stöß mal hin, wie du glaubst. Ja. Stöß mal hin. Lass sie gehen. Lass sie. Sag ich, bevor es einen Rausch hat, die Kleine, nimm es ihr weg. Ja? Ich hilf dir schon. Also wer glaubt, der kommt noch? Wenn ich heute im Kaffeehaus sitze so, und bestell mir ein paar Würstel so, und der legt mir meine Würstel pitschnass auf die Serviette, dann macht das meine Serviette unbrauchbar. Ja? Was aber wurscht ist, weil er mir seinen Senf eingelegt hat. Das heißt, man isst Frankfurter mit Servietten-Senf und kann sich mit einer staubtrockenen Semme den Mund abwischen. Also, der Mensch hat vielleicht 1000 Talente, aber Kellnerei ist nicht dabei. Und mein letztes schönes Beispiel ist, es war voriges Jahr im Sommer einer dieser heißen Tage, ich bestelle mir einen Eiskaffee. So, die bringt mir den Eiskaffee, ich koste den Eiskaffee und spüre sofort, da hat's was. Und sagt zu ihr, sage ich, entschuldigen Sie bitte, ich glaube, dass Schlagobers Sahne. Ich glaube, die Sahne ist sauer. Dreht sie sich um und sagt, ja. Wir haben kein anders. Und deswegen ist nicht die ganze Welt schlecht. Ja? Aber es sind genau diese Kleinigkeiten, die mein Leben klein gestalten. Ja? Und parallel dazu fällt mir aber ein, ist der Mensch vor, glaube ich, 50 Jahren mittlerweile auf den Mond geflogen. Und es waren auch nur Menschen, die sich den Kopf darüber zerbrochen haben, ob es gelingen könnte oder nicht. So, und jetzt frage ich mich, warum schafft es der eine Weltraumrakete zu konstruieren, die auf den Mond fliegt, dort umdreht und wieder zurückkommt, und der andere schafft es nicht, mir ein paar Würstel man sieht's ja schon.
Ja, aber Würstel auf einen Teller legen, ohne dass ich nach dem Essen duschen gehen muss. Ja. Und jetzt ist etwas sehr Schönes in unserer Gesellschaft zu beobachten. Nämlich ab dem Zeitpunkt, wo dir persönlich etwas wichtig erscheint, oder besser vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo dir nicht alles wurscht ist, bist du schon ein Querulant. Du bist abgestempelt als unangenehmer Teil der Gesellschaft, an dem man es nie recht machen kann. Der Kellner kommt zu und sagt, da wie schon das Würstel, da geht's um nichts. Ne? Sag ich, da kommt die Wurst geht's. Und zwar um meine. Ja? Und ums Prinzip. Warum macht jemand etwas, was er nicht machen möchte? Ist mir völlig unbegreiflich. Schauen Sie, wenn ich heute niemandem etwas bringen will, ja, da darf ich kein Kellner werden. Ja? Da muss ich da im ersten Lehrjahr draufkommen, dass ich ziemlich oft am Tag was rausdrücke. Da muss ich irgendwann einmal Tag machen, da oben in der Zentrale. Mit einer Stauballergie wirst du kein Archäologe. Und wenn doch, du wirst nichts finden, weil du aus dem Husten nicht rauskommst. Und jetzt kenne ich ja die ganzen Argumente dagegen, wo man sagt, oh, der Herr Seidel, der Gescheite, braucht eine Welt voller Quantenphysiker. Nein, halte ich auch für sehr gefährlich. Zudem der Quantenphysiker das Problem Würstel ganz anders angehen würde. Ja, das weiß ich, weil sie ihn hingesetzt hat. Ich bin sehr stolz auf die Begegnung. Ist leider vor kurzem verstorben, ich war es nicht. Ja. Einen halben Tag saßen wir beisammen. Ich glaube, für ihn war es tote Zeit, was aber wurscht ist, weil bei ihm Zeit und Raum ja sowieso keine Rolle spielt. Und die hat mir Folgendes erklärt. Sie werden alle ihre eigene Definition von Quantenphysik dabei haben. Das ist jetzt meine. Folgendes. Quantenphysik bedeutet, dass ich heute hier ein paar Würsteln esse, dasselbe paar Würstel jemand anderer zur selben Zeit beispielsweise in Kathmandu isst und das Ganze noch bevor der Metzger die Sau geschlachtet hat, die was gar nicht aus diesem Universum sein tut. Ja, so. Das ist Quantenphysik und der hat mir das erzählt mit einem Funkeln in den Augen. Mit einer kindlichen Neugierde und hat in der Sekunde erkannt, dass ich keine Ahnung habe von dem, was der redet. Nicht? Also, der muss ja glauben, ich montiere Insektengitter. Ja? Aber er hat mir nicht das Gefühl dafür gegeben, was ihn wiederum von dem unterscheidet, der meine Insektengitter montiert hat. Ja? Weil bei denen war schon jeder Trottel. Ja? Und es lehnt sich der Österreicher sehr gerne zurück in seine Sackgasse und sagt, na jo, na gut. Dafür kann der von der NASA keine Würstel machen. Sehen Sie, und genau das glaube ich nicht. Ich glaube, der von der NASA berechnet dir heute ein Hitzeschild, dass du beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht verglühst und legt ein paar Würstel auf einen Teller, daneben die Semmel, den Senf und die Serviette, weil er die Funktionsweise der einzelnen Komponenten verstanden hat. Ja, der hat's kapiert. Der hat es verstanden. Und die Vermengung derer mir überlässt. Ja? Und der stellt mir das hin, der Quantenkellner. Und Pastellfarben tun sich auf im Raum. Engelsgesänge durchfluten mein Ohr. Warum? Weil er es mit Liebe gemacht hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das geht ab. Wissen Sie, genau das, diese zweite Kommastelle in allem, was uns begegnet, in allem, wie wir miteinander umgehen, was wir sagen, wenn der andere weg ist, was wir einander schreiben. Jetzt, wo das Papier nichts mehr kostet, wir könnten ellenlange Sätze schreiben, blumigster Natur. Nein, jetzt digital werden Sätze abgekürzt, verstümmelt bis zur Unkenntlichkeit. Meine Frau, die Andrea, man muss dazu sagen, der Feind ist sehr oft in den eigenen Reihen zu suchen. Meine Frau, die Andrea, schreibt mir letztens IHDL. Das heißt, ich hab dich lieb. Ich glaube, 42 Freundinnen sind auf Gefällt mir gegangen. Ich war der Einzige, der glaubt, ich muss ein Backel von der Post abholen. Ich bin da gestanden wie ein Trottel, eine Stunde angestellt. Dann hat mir so eine verschwitzte Postlerin gesagt, nein, für sie haben wir kein Paket, tut mir leid. Dann bin ich nach Hause gefahren und sage ich, warum machst du das? Warum machst du das? Hat sie gesagt, naja, ich habe keine Zeit gehabt. Sag ich, dann schreib nichts. Ja, sagen wir es am Abend, wenn es noch geht. Ja, das ist doch eine völlige Unart, ständig was von sich abzumüllen. Ne, dass er mal weg ist, aber sie hat sich alles verändert. Die ganze Sprache hat sich verändert. Na, was glauben Sie? Wenn vor 20 Jahren einer gesagt hätte, ich muss meinen Rechner neu aufsetzen.
Ich sage, naja, wie hast du denn gestern aufgehabt? Na, ich hab den. Zugegeben nicht das beste Beispiel. Ich habe noch kein anderes gefunden. Es gibt auch in die andere Richtung ein wunderschönes Beispiel. Ich hatte unlängst eine wunderschöne Konversation mit einem Neunjährigen. Also eigentlich war es ein Monolog, wir hatten nichts gesagt. Also wir haben so klumpert ausgemustert und ich sage zu dem Neunjährigen, der war ein bisschen größer als ich, das muss das Essen sein, ich weiß nicht, ja. Sag ich, weißt du was, Orgis, mein Kassettenrekorder, da hat er mich zum ersten Mal angeschaut, als hätte ich nur ein Auge da in der Mitte oben. Ich habe gesagt, mein Kassettenrekorder frisst nur 90 Minuten Bandeln. Das ist eine wertlose Botschaft für den Neunjährigen. Der glaubt, der macht einen Tränenkoster, Herr Kassette. Aber den kennt er nicht. Hat sich alles verändert, ganze Sprache, alles verändert. Meine Frau ist wahnsinnig streng, was Sprache angeht. Ich darf zu Hause gar nicht alles sagen. Ja? Darum bin ich gern da kann ich sagen, was ich will. Das ist mein Urlaub jetzt gerade. Ja? Also ich darf zum Beispiel Eskimo nicht mehr sagen. Nicht, was ich die Welt von heute auf morgen ausgemacht hat, Eskimo ist ein Schimpfwort. Stehe ich mit der Kleinen im Geschäft und sage, Pupilein, möchtest du ein Schöller-Eis oder ein Inuit? Ja? Also man kann es auch übertreiben, aber... Man hat mir jetzt ein Buch geschenkt, ich habe so schon eins gehabt, das habe ich zwei, und eins davon handelt von der modernen Art der Kommunikation. Ja? Also da stehen ganz elementare Sachen drin, die muss man alle wissen. Zum Beispiel hat man früher gesagt Gänsehaut, wenn es kalt war, Gänsehaut, das sagt man nicht mehr, da sagt man heute Entenparker. Wertfrei. Oder, dass es bedeutend intelligenter ist, sich einen Business-Döner zu bestellen, das ist ein Döner ohne Zwiebel und Knoblauch, um nicht Analhusten zu haben. Das hat mir ein 18-Jähriger erklärt. Wer lacht, verstehst du es ja nicht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, mit 18 war das meine vorletzte Sorge, ob jemand Analhusten hat. Ne? Und bin draufgekommen, mit 18 waren zwei Themen elementar. Das eine war, wie schaffen wir zum zweiten Mal die dritte Klasse? Ja. Nämlich ohne, dass zu Hause draufkommen, wenn wir die zweite schon zweimal gemacht hätten. Und das zweite war, wir brauchen einen Führerschein, dass wir endlich wegkommen von zu Hause. Und eigentlich noch wichtiger, das dritte Thema, ein Auto, damit das mal wegkommen. Und zwar ein anständiger Wagel, ein lässiges Auto. Nicht bei der Mutter ihr Renault Clio, dem geschissenen hellbraun, mit dem wissen nicht einmal danach aus der Garage raus. Ne? Da haben sie gekaut. Ne? Und da sage ich zu meinem Freund, zum Kurdl, sage ich, Kurdl, mit 18 haben wir ganz, sage ich sage ich, bitte, du bist 18, was ist es geworden? Führerschein, welches Auto? Was hast du? Nix. Nix, der hat sich gar kein Auto, der 18-Jährige hat ganz andere Sachen im Kopf. Das ist überhaupt kein Statussymbol mehr. Der überlegt sich ganz andere Sachen, zum Beispiel, wo er den Bachelor macht oder so. Ist auch lässig. Ne? Wir brauchen nicht Achsler. Oder die Mädels, wo sie billig ein Brustimplantat herbekommen. Das sind die Themen von heute. Ne? Das hat es dafür bei uns nicht gegeben. Ne? Leider. Kriegt aber apropos Andrea. Und wir sind dann, also das war dann lang her, und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann sind wir, und warum zuerst Haus bauen, dann sind wir aufs Land gezogen, nämlich ins Waldviertel. Kennt das wer? Wäre ein Zufall, wenn jemand das Waldviertel kennt. Ein ganz kleiner Ort, dünnst besiedelt, an der tschechischen Grenze. Da ist nichts. Also der kälteste Ort, den Sie sich vorstellen können, und dort hat es 10 Grad weniger. Dort sind wir hingezogen. Gegen meinen Willen, weil ich zu meiner Frau gesagt habe, Schatz, was willst du im Waldviertel? Sag ich, ein halbes Jahr gefriert's. Ein halbes Jahr friert es dort, die zweite Hälfte ist Winter. Ja, da gibt es Ortschaften, da musst du einen Fuchs mitnehmen, dass er dem Hasen gute Nacht sagt. Sonst ist dort nichts. 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 Fürchterlich. Ich habe nachgelesen, dass 1982 ist dort der letzte Eisbär weggezogen, weil es kalt war. Ja. Der war nicht mehr krank, der Bär. Hat die Andrea gesagt, nein, hat sie gesagt, ich meine dort, wo die Uschi wohnt. Ihre Freundin, die Uschi. Sag ich, Andrea, nicht böse sein, wo die Uschi wohnt. Möchte nicht einmal tot über einen Gartenzaun gehängt werden. Das ist alles schier. Wir haben die Uschi damals besucht, na nie mehr. Dann hat die Uschi gesagt, gehen wir was essen. Habe ich gedacht, das wird besser. Nein, wird nicht besser. Du brauchst ja auch nicht überlegen, wohin du essen gehst, weil es nur einen Wirten gibt. Den haben sie zu Fleiß dort hingebaut. Wenn man überhaupt von Architektur sprechen wollte, würde ich sagen, spätes Resopal. Ja. Schon beim Reingehen aus einer Güe, so eine Mischung aus Fritter, Fett und kalter Rauch. Weißt du, wo man es gewandt weghaut nach dem Essen? Es kocht er wird selbst, weil Koch bleibt keiner. Hat auch keine Speisekarte, braucht er nicht, weil die biegt er auf der Scherzen. Und wenn man ein Brösel nicht erkennt, muss man fragen. Hm? Das habe ich auch gemacht. Da sage ich, Chef, sag ich, was ist denn einser Menü? Ne? Sagt der Schweinsschnitzler.
Oh, wie originell. Und haben Sie auch etwas Vegetarisches? Sagt der Schinkenfleckerl. Andrea, bitte, vegetarische Schinkenfleckerl, das ist ein Walhalla für Vegetarier. Da kommt das Autobus weiß, ja? Und den Fisch, meine Frau möchte diesen Fisch, den Sie anpreisen auf dem rostigen Fensterladen, sagen Sie, wo ist denn der her? Nicht? Sagt, aus dem Wasser. Fisch ist aus dem Wasser. Wir haben auch noch einen anderen Fisch, der hupft bei uns auf den Baum umeinander, aber zu dem sagen wir Eichkatzler. Und die Ureinwohner in den Latzhosen am Stammtisch. Nee. Willi, sag einer, dass Trautons an. Ich sag, nur über meine Leiche zielt er an. Die Schwänen Leichen haben uns genug angeschaut. Immobilien, Leichen, Fragmente von Ruinen. Wir sind vor einem Ding gestanden, wo ich zu meiner Frau sage, was ist das, was war das einst? Ich sage, wenn ich hingreife, ist alles feucht. Das Einzige, was bei dem Haus trocken ist, ist der Brunnen. Aber sonst gar nichts. Ne? Ich kann mit dem freien Auge nicht erkennen, wo hört der Wald auf, wo fängt mein Wohnzimmer wieder an. Ne? Sag ich, natürlich nicht, habe ich zu meiner Frau gesagt. Patsch, hat sie den Vertrag unterschrieben. Sie hat den Vertrag unterschrieben, kam eine ältere Dame des Weges, hat sie gesagt, jö, hat sie gesagt, das ist schön, dass da wieder ein Leben einzieht in das alte Häuserl. Sagt die Frau, wenn Sie so lieb sind, dann auf die Seite gehen, dass der Radlader hinter Ihnen Platz hat und der dann das feuchte Leben dort im Wald verteilt und wir haben dann eine Fundamentplatte dorthin betoniert und so eine Null-Energie-Würfe aufgestellt. Und ich habe dann noch einmal ein Machtwort gesprochen, weil der Wunsch war, wenn wir aufs Land ziehen, brauchen wir Haustiere. Sage ich meine Lieben Nein zu meiner Frau, zu meiner Tochter, Katzen, Nein, Nein, Nein. Dreimal Nein. Und das dritte Nein haben es gehört. Und jetzt haben wir zwei Katzen, die dort umkreuen. Ja, ja, da setze ich mich durch. Aber die sind schwarz, die passen zur Fassade, die siehst du eigentlich nicht. Und ich bin ja nicht so schön. Aber Katzen spürt man sehr deutlich. Ja? Ich glaube, 8 Minuten hat es gedauert, sind sie auf den Vorhangerln oben gehängt. Ja? Weil sie sich mit den kleinen Spitzenkrallen bis ganz nach oben gearbeitet haben. Ja? Haben wir gleich weggehauen, die neuen Vorhänge. Leider ohne Katzen haben wir es entsorgt. Ja. Für die Couch haben sie einen Tag länger gebraucht, dann war sie nicht mehr zu besitzen. Nicht, weil sie sich ein Nesterl gebaut haben. So schön, wie das Geld weniger wert wird. Die haben sie auch gleich reingebrunst ins Nesterl, dass sie es in der Nacht besser finden. Hat die andere gesagt, Herr, ich bitte dich, na, dann kaufen wir halt eine neue Couch. Sag ich, na klar. Na klar, kaufen wir eine neue Couch. Sag ich, weißt du, was ich kaufe? So kleine Betonpatscherl werde ich kaufen, ja? Wo man die Mutzel reinstellen und abhalten, bis er abgebunden hat, der Zement. Na, da werden sie Augen machen. Na, da werden sie Augen machen, wenn sie sich mit Kübel das Ohrli putzen. Klonk, 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 klonk. Von einer Woche war unser Haus im Cats-Design. Nicht? Ich glaube, der Peter Weck hat ausgewessen da drinnen. Wir selber sitzen nur auf der Terrasse. Die Wicht betoniert, mir war. B300, Dichtbeton. Pff, da beißen sie sich die Zandeln aus dem Mozart. Ja. Wir sitzen Tag ein, Tag aus auf der Terrasse. Sommer, Winter, unterm Heizschwammerl. Ne? Gas. Wir haben eine Gasrechnung wie ein Kebabstandl. Ja. Für das haben wir ein Null-Energie-Haus gebaut, Herr. Das ist auch krank. Das ist doch alles krank. Aber bitte, ich werde nicht mehr. Bin ich nicht so. So. Auf jeden Fall, man wird mich tot dort raustragen. Ich habe mir geschworen, nie mehr übersiedle ich. Da ist der Auszug aus Ägypten. Ein Halbtagswandertag ging die Aktion. Weil im Vorfeld meine Frau nämlich gesagt hat, das Verpacken unseres Hab und Gutes bedarf einer gewissen Logistik, eines Systems. Und ich habe sehr früh, aber sicher kein System, hat sie gesagt, nein, das macht alles sie. Da packt sie jeden Tag in Ruhe 3 Kisten. Ich habe gesagt, na, dann werden wir den Mietvertrag um 2 Jahre verlängern müssen. Sie hat es geschafft. Wir sind gestanden, Wien, 7. Bezirk, am Trottoir, 1 Million Kisten. Den Transport habe ich dann gecheckt. Habe ich einen Ford Transit Bus habe ich organisiert. Wir wollten zuerst einen VW Bus, aber dem total geschissene Abgaswerte. Ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir nehmen einen Ford. Muss aber dazu sagen, auch das ungeschulte Auge hat in der Sekunde erkannt, dass sich das in diesem Transit nicht ausgeht. Also nicht einmal, wenn wir oben das Dach wegschneiden, dann bleiben wir mit der Kanischen oben hängen bei der Oberleitung von der Eisenbahn. Also das wird sich nicht ausgehen. Ein gefundenes Fressen für meine Frau, mich dort zu demütigen.
weil sie gesagt hat, ich habe dir von Anfang an, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass sich das in dem Bus nicht ausgeht. Sag ich, du hast doch den Bus vorher gar nicht gesehen. Trotzdem. Ich weiß doch, wie ein Opel Transit ausschaut, bitte. Ne? Stell mich doch nicht so deppert her. Na, aber hab ich's gesagt oder hab ich's nicht gesagt? Sag ich, du hast irgendwas gesagt. Das ist doch jetzt wurscht, bitte! Was soll ich machen? Ich hatte in Größe in Erinnerung. Das kenne ich von dir. Naja. Jetzt bin ich ja gespannt, was er macht, der Herr Ingenieur Checker. Hochhäuser hat er gebaut in seinem Leben. Kannst ganz stolz sein. Er hat sich alle Zeit genommen zum Übersiedeln helfen. Du hast den Bus gecheckt, hast super gecheckt. Weißt schon, was du machst? Fragen darf man auch nicht. So. Du hast immer gesagt, man muss lernen, logische und einfache Fragen stellen. Weißt schon, was du machst? Ich frage, was willst du jetzt machen? Sag ich, wenn ich das mache, was ich jetzt machen will, dann sperren sie mich ein, bitte. Geh rein, koch dich frei, mach Brote, weiß ich nicht. Sag ich, ich bin Ingenieur, du kannst mir blind vertrauen, sagt sie, nicht einmal Stevie Wonder würde dir blind vertrauen, hat meine Frau. Sag ich, was werden wir machen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen nicht alles mit oder wir fahren öfter. Dazwischen gibt's nichts. Na bitte, sind wir dreimal gefahren. Die Andrea sagt neunmal. Das war Blödsinn. Ja? Dreimal, ich weiß es. Deswegen, weil wir drei Radarstrafen haben. Und zwar von zwei Polizisten, die sich als Hydrant verkleidet haben. Und sowas macht mir Angst. Weil ich mir denke, das sind bewaffnete Österreicher, die ich bezahle. Ja? Jetzt, wenn der das ganze Jahr schon so verhaltensauffällig ist, was macht der im Fasching? Der muss ja deppert werden vor lauter Freude. Und ich sage noch beim Vorbeifahren zum Kurtl, sag ich mal, Kurtl, seit wann stehen bei uns zwei Hydranten nebeneinander? Hast du das schon mal gesehen? Das hat er auch noch nicht gesehen, der Kurtl. Wir haben sogar dreimal zurückfotografiert, weil das glaubt er keiner. Ich höre dich. 290 Euro hat die gerade gekostet. Ja? Wenn wir noch zweimal gefahren wären, hätten wir es uns eigentlich liefern lassen können, den Dreck. Dabei muss man ja dankbar sein, dass sie uns nicht aufgehalten haben, die Schlümpfe. Ne? Weil wenn man heute ladegut schlecht verzurrt und wir waren ja weit weg von Anbinden überhaupt, ne? Dann hat man ja sofort bei uns einen Punkt im Führerschein. Das ist ein neues Gesetz, das uns wieder weiterbringt in der Gesellschaft. Ne? Oder bei Rot über die Ampel hast du einen Punkt. Ne? Orange ist nur ein Beistrich, aber Rot hat einen Punkt. Ja. Oder wenn man das Kind schlecht verspreizt im Auto, sofort einen Punkt. Ja. Das ist doch ein Trottelgesetz, es hängt doch keiner sein Kind aufs Dach. Ja? Wir haben ein Vermögen ausgegeben für unseren Kindersitz. Ich glaube, der hat mehr Gütesiegel als eine Dialysemaschine. Ja? Nämlich dafür, dass ich dann in einem öffentlichen Verkehrsmittel bin, ohne Helm, ohne Gurt, ohne Airbag und auch meistens ohne Sitz und der mit mir fährt wie ein Berserker, als hätte er mich gestohlen irgendwo. Weil ich weiß ja nicht, wie es da ist, aber bei uns, bei den Wiener Linien, nehmen sie alle, die für die Formel 1 zu lange Haare haben. Das ist ein Aufnahmekriterium. Ja? So ein Matten, so ein Flinserl, ein Bäckerl und du bist dort pragmatisiert. Also so deppert kann man gar nicht sein. Sag ich, wenn der in die Bremse steigt, wir steigen alle vorn aus. Und zwar gleichzeitig. Ja, da ist auch wurscht, wer zuerst eingestiegen ist. Ne? Und beim Vorbeifliegen höre ich noch die Ansagerin oder so. Nächster Halt, Asphalt. Ja. Wurscht. Ist schon gut. Ich bin gleich fertig. Viele Hände, rasches Ende. Wir sind angekommen beim neuen Haus. Ich schwöre Ihnen, 1 Million Kisten. Ich glaube, alleine 70 Kisten waren mit Sonstiges beschriftet. Das waren meine. Ja.
Das war eine lange Diskussion zu Hause. Na, was glaubst du denn? Weil die Andrea im Vorfeld der Aktion gemeint hat, ich bitte dich, hat sie gesagt, ich bitte dich, beschrift die Kisten. Sag ich, was soll ich raufschreiben? Kiste. Das ist für ein Schwachsinn, warum soll ich eine Kiste beschriften, Herzi? Sag ich, Schatz, ich nehme eine leere Kiste, ja, nehme beispielsweise meinen Radiowecker, gebe mir die Kiste hinein, verklebe selbige, übersiedel's, komm dort an, öffne die Kiste und erkenne! Er ist es! Es ist mein Radiowecker! Ja? Den habe ich seit meinem 11. Lebensjahr, den kenne ich aus einer Million Wecker aus. Und auch wenn auf dieser Kiste Handtücher stünde, würde ich mich nicht abtrocknen mit dem Wecker. Ja? Ich bin ja nicht Depper, der Wurm beim Übersiedeln. Und der Wecker schon. Es sind zwei Welten. Und dann habe ich aber schon gesagt zu meiner Frau, sage ich, gut, mein Engel, und dann werde ich mir jetzt aber ganz genau anschauen, wie du geladen hast, mein Herz. Und ich schwöre Ihnen, meine Frau hat 96 Paar Schuhe. 96 Paar Schuhe für 2 Fiers. Das muss man nicht verstehen, muss man nicht. Weil kaum fängt es an zum Herbsteln, öffnet sie den Schrank und ist völlig außer sich, weil sie kein einziges Paar Schuhe hat, mit dem sie auch in den Schneematsch hinaus kann. Wo ich zu ihr gesagt habe, sage ich, Andrea, bitte, es ist heuer dein 40. Winter. Wie lang haben sie denn die Tragen da haben? Da muss ja irgendwas dabei sein, so ein Hufwerk, das dich nicht erfrieren lässt. War ihr Argument, hat sie gesagt, vielleicht gehe ich einmal den Jakobsweg. Habe ich gesagt, ich gehe seit 9 Jahren neben dir, da genügend Sandalen, mehr brauchst du nicht. Aber hat sie begonnen auszumustern. 4 Paar hat sie ausgemustert. Einziger Wermutstropfen, das waren meine 4. Ja. Eins habe ich noch, das habe ich auch gehabt. Mit dem bin ich hergekommen, mit dem werde ich heimfahren. Wird alles überbewertet. Das ist ja auch ein Phänomen, hat uns ereilt. Das Haus ist ja fast doppelt so groß, als die Wohnung war. Und wir haben nicht mehr alles reingebracht. Jetzt haben wir dann mit den Kisten, die übergeblieben sind, haben wir gleich in einem Flohmarkt, also wir haben mit teilgenommen an einem Flohmarkt, also wir ist immer ich, weil sie macht das nicht. Da ist in die Ortschaft, wo wir gezogen sind, ist so ein Feuerwehrdepot und dahinter ein Steinbruch. Wirklich sehr beschaulich, also zu hässlich, um sich dort zu erhängen, aber für einen Flohmarkt reicht. Und da konnte man im Zuge des Feuerwehrfestes einen Tisch anmieten und dort sein Klumpert auftrapieren. Und das habe ich auch gemacht und habe damals an einem Sonntagvormittag mit, glaube ich, 15 große Bier im Gesicht eine ganze Ortschaft kennengelernt. Und muss sagen, wir haben sich dermaßen verbrüdert. Wir sind so Freunde vor dem Herrn geworden. Alle Vereine haben sich angestellt bei mir und gesagt, bist du ein Neuch, aha, bist du ein Lustiger? Die Feuerwehr ist sofort gekommen und hat gesagt, kommst zu uns zum Verein. Ne? Blasmusik, kommst zu uns zum Verein. Sagt, ich kann kein Instrument. Sagt, um das geht's nicht. Dorffestverein, Kretzelfestverein, Fahnenträger, Fahnenzusammenleger sind da 2 Gruppierungen. Dann die Kerzelschlecker, das waren die ersten, die da waren. Ne? Dann war, was war sie, Gesangsvereine, natürlich waren dabei. Dann der Kameradschaftsbund. Kennen wir das bei Ihnen? Die ehemaligen Kameraden, Kameradschaftsbund, habe ich gesagt, Burschen, ihr müsst einmal zurückrechnen, mir fehlt ein Krieg. Ja? Mir fehlt ein Krieg, das kann man nicht schwänzen, da kann man nicht einen Kurs machen, wie erschieße ich, wenn sie erleibern. Aber wir sind dann angekommen, ich sage Ihnen, meine Frau, das habe ich nicht gewusst, die hat, Andrea hat keinen grünen Daumen, die Andrea hat einen grünen Arm. Die hat in kürzester Zeit aus unserem Garten eine Oase geschaffen. Wir haben Obstplantagen, wir haben Gemüsehaine, Hochbeete, da komme ich gar nicht auf, so hoch sind die Beete. Der Garten ernährt uns im Sommer und im Winter auch, denn im Winter essen wir Kohl. Plötzlich Kohl, bin schon aufgebläht, bist wieder Merkel, ihr Vater. Und das Zeug wird gewürzt, mit den feinsten Gewürzen, das ist ein Hobby meiner Frau, weil das schmeckt ja nach gar nichts, dieses grüne Klumpert. Jetzt würzt sie den ganzen Tag, die Andrea kann gar nicht mehr schwanger werden, weil sie den ganzen Tag in der Kräuterspirale drinnen sitzt. Und dann kommt ja eines dazu, meine Frau möchte ja 1000 Jahre alt werden. Mit mir gemeinsam, was ich aktiv nicht nachvollziehen will. Und darum trinken wir jeden Tag in der Früh 1 Glas
grüne Gerste. Kennt es wer? Das ist sehr lecker. Ne? Kann man sich vorstellen, nimmst ein Glas, oben offen, unten klassisch dicht und einen Laubfrosch ins Glas hinein und einmal kurz mit dem Pürierstab so. Hat was leicht Pelziges im Abgang. So ein Schluck, der nicht und nicht abreißt. Kommt gegen 14 Uhr kurz noch einmal rauf auf eine kleine Revision. Kriegst nie mehr aus dem Gesicht den Geschmack. Und ich schwöre Ihnen, jeden Tag, ausnahmslos, jeden Tag, stehe ich mit dem Glas in der Früh in der Küche und denke mir, zeitig sterben hat auch seinen Reiz. Dankeschön! Preisträger des Salzburger Stiers 2016. Dankeschön. Geri Seidel. Das war der Salzburger Stier 2016 in der Paderhalle in Paderborn. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team, an alle Kolleginnen und Kollegen von den Radiostationen. Herzliche Grüße von Ostwestfalen und dem Rest der Republik nach Österreich, in die Schweiz, nach Südtirol, wo immer Sie uns gehört haben. Und hier sind noch einmal die Preisträger des heutigen Abends, Uta Köbernick! Wir tanzen bis nach Paderborn, denn wir sind alle, 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 alle zum Tanzen geboren. Meine Damen und Herren, diesem Geräusch entnehmen wir, dass Ihnen der heutige Abend doch gefallen hat. Und wir sagen ganz herzlich Danke. Einmal ganz herzlich Dank an all die Künstler und Künstlerinnen heute Abend hier auf dieser Bühne, die Salzburger Stiere und die Begleitung.
Der Dank geht auch an all diejenigen, bei Bert Brecht heißt es, die im Dunkeln sieht man nicht. Sie haben ganz viele nicht gesehen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, dass diese Veranstaltung funktioniert, jetzt ganz konkret hier im Raum. Großes Dankeschön an alle, die beteiligt waren, für die Technik, gutes Licht, guten Ton. Danke euch, Dank an alle hinter der Bühne. An alle Beteiligte, Redakteurinnen und Redakteure, die draußen in den Ü-Wagen gesessen haben, die das alles vorbereitet haben. Großes Dankeschön an Anja Even vom WDR, die das alles geplant hat, an das ganze Team. Und ja, wahrscheinlich bleibt jetzt irgendwer beim Dank mit Sicherheit noch auf der Strecke, den ich vergessen habe. Aber ein großes Dankeschön. Aber ein großes Dankeschön geht vor allen Dingen auch an das Kulturbüro OWL, ist es vorhin genannt worden. Die haben den Salzburger Stier nach Paderborn geholt. Das war eine tolle Leistung. Sie haben ein großartiges Festival auf die Beine gestellt. Carsten Hormes, Rudi Göbel, Heike Hase, das ganze Team des Kulturbüro OWL. Das war eine tolle Sache. Ich frage noch einmal, ob der Saarländische Rundfunk überhaupt schon rausgegangen ist oder ob die das jetzt alles mithören. Aber ihr seid, glaube ich, sonst mit dem Ü-Wagen so weit zufrieden, braucht nichts mehr von uns, wir können die Halle evakuieren, oder? Ja, jetzt, ja, es wird... Ach so, hier vorne fragte ein Zuschauer, kriegen wir noch eine Zugabe? Und dann kam aus dem Ü-Wagen, ja, ich glaube schon. Das ist... noch, Martin, könntest du noch eins in sozusagen an unser aller Stadt in unseren Namen? Achso, weiß jemand das Ergebnis? Haben wir das? Ich hatte gefragt, ob jemand das Ergebnis runterreichen kann. Es ist was? Ja, ja, Elfmeterschießen ist klar, das müsste inzwischen zu Ende sein. Außer die schießen immer noch, aber ich gehe davon aus, entweder sind die Bayern alle ausgerutscht beim Schießen oder... oder aber es gilt der klassische Bayern-Dusel. Aber übrigens, ich habe das mitgekriegt, war ganz kurz mal oben, da saßen alle vor dem Fernseher und als sie sahen, dass ich reinkam, haben sie dann alle getan, als würden sie arbeiten. Nein, in dem Augenblick wurde Kagawa gerade eingewechselt in der 115. Minute als sozusagen Joker. Vielleicht hat der es ja gerissen, ich weiß es nicht. Habt ihr ein Ergebnis? Im Moment steht gerade 2-1 für Bayern. Herrsch. Wer ist denn dieser Kadaver? Ich denke, bevor wir das Elfmeterschießen, bevor das noch ein unrühmliches Ende nimmt, Martin, würdest du den... Also, wieso, die Wahl ist auch schon ausgegangen? Ach so, ja genau. Habt ihr schon die Wahlergebnisse von morgen Abend, Österreich? Es steht 2-2. Ach, guck, ja. Ja, es sind beide. Das ist schön, das ist paritätisch, so soll es sein. 50-50, ja. Ja, zeigt die Spaltung des Landes. Wir könnten jetzt natürlich auch, das hätte auch seinen eigenen Reiz, wenn wir jetzt einfach hier bleiben und warten, bis der Ü-Wagen jetzt das erste Mal sagt... Bis Österreich gewählt hat. Ganz tolle Idee. Genau. Ja, super, das ist eine schöne Idee. Wunderbar. Ganz toll. Soll ich mal an dieser Stelle... Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Abend so beschlossen, wie wir das gerade tun. Ich weiß nicht, nennt man das jetzt schon Performance? Fällt das... Ein langsamer Fade-Out. Und was es das Kulturbüro OWL gekostet hat, das Fußballspiel genau auf den Salzburger Stier legen zu lassen, das ist schon... Guck mal, jetzt kommt bestimmt gleich wieder ein Ergebnis aus dem Ü-Wagen. Wie lange brauchen die denn um? 3-3! Die haben gleichzeitig geschossen, auf beide Tore, weil das jetzt zu lange dauert. Das ist... Kegeln ist ja nicht mehr so en vogue, ne? Also aber die Senderechte werden günstiger fürs Kegeln. Das ist jetzt erstaunlich, genau, eine eigentümliche Arithmetik. Machen wir das doch. Ich finde, das hat seinen Reiz. Wir ziehen das jetzt einfach in die Länge. Es gibt ja auch Kollegen, die machen erst nach 2,5 Stunden Pause und dann geht es nochmal 2 Stunden weiter. Insofern sind wir ja noch relativ gut in der Zeit. Habt ihr Lieblingswitze, die ihr zwischenzeitlich erzählt habt? Frag nochmal nach. Ich frag nochmal. Hallo? Bayern München hat 4-3 gewonnen. Nein! Nee, jetzt spiel auch keine Zugabe mehr, das ist doof. Nein, du hast jetzt die Chance, den Abend zu retten. Martin, du hättest jetzt die Möglichkeit. Toll, in diese Stimmung kann ich jetzt nochmal... Ja. Nee, freut mich total. Hast du ein depressives Lied, was du spielst? Ich habe einen Fußball-Schüttelreim, ganz kurz, fällt mir nur ein. Und zwar letzte Spielminute.
Alle feiern schon voll, da Tor. Die Stimmung war echt toll davor. Ja. Ist ja wunderschön. Ich kann nur einen einzigen. Ich mache heute als Schattenriss einen riesengroßen Rattenschiss. Das ist die eine, aber ich... Dann darf ich auch noch meinen Lieblingswitz erzählen? Ja. Ja. Also mein absoluter Lieblingswitz. Ach no, das ist kurz. Was ist weiß und stört beim Essen? Lawine. Ich bin nicht... Ich finde gut. Ich mein. Ich habe auch noch einen schönen Schüttelreim. Weil zu klein, um zu beglücken, mied die Mückenfrau des Mannes Mückenglied. Dankeschön. Großartig. Ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort. Absolut. Man könnte das... Du merkst auch, die Leute fragen sich auch so, für was du heutzutage alles einen Preis kriegst. Meine Herren, das ist echt... Und wissen Sie, was Schlimmes? So sind wir privat. Ja. Also, aber möchtest du noch, Martin? Wir sagen jetzt, alle freuen sich aufs Frustbierchen. Wir können auch parallel sprechen. Absolut, das natürlich. Das ist auch eine Kunstform. Man muss natürlich gucken, dass der Text die meisten Leute ausgeht. Aber wir beiden, wir quatschen einfach noch. Denkst du nicht, dass die Leute irgendwann mal trinken wollen? Denke schon. Denke schon. Wir sagen tschüss. Auf Wiedersehen. Händchen, tschüss. Klaus Schulte, Martin Weber. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht beim WDR-Kabarettfest im November. Tschüss.